Hallöchen zusammen, ist mal wieder ich, euer Gartenküchenfuchs. An dieser Stelle, ich weiß, es ist ein bisschen seltsam, ich sitze hier im Maisfeld und wir haben gerade mal Mitte Februar. Der Schuss ist ein bisschen blöd gelaufen, aber seht ihr mal, was der Klimawandel anrichtet. Ich, der Garten- und Küchenfuchs, spreche hier eine kleine Herausforderung aus. Und zwar habe ich ja jedes Jahr immer schöne Möhrchen im Hochbeet. Und jetzt fordere ich das Radieschen heraus. Den Kanal Radieschen. Und zwar zu einer Möhrchen-Challenge. Du darfst deine Möhrchen da reinpacken, wo du sie gerne reinpacken möchtest. Es geht einfach nur um den Spaß an der Freude. Es geht weder um die Größe noch um die kleinste noch um die dickste Möhre. Es geht einfach nur darum, wer am Ende. Ich weiß nicht, ob man den Spaßfaktor irgendwie messen kann. Oder die Freude. Aber wer am Ende die meiste Freude an seinen Möhrchen hat, der hat den Möhrchen-Contest gewonnen. Also wenn du Bock hast, Radieschen, schreib einfach hier in die Kommentare oder poste ein eigenes Video. Das kannst du so handeln, wie du möchtest. Ob du dabei bist oder ob nicht. So, ihr Lieben. Ihr bleibt mir wie immer gewogen. Ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, wie man Spaß und Freude in Form von Videos messen könnte. Ich habe nämlich keine Idee. Solltet ihr eine Idee haben, haut es in die Kommentare. Der Startschuss ist Mitte März. Also sprich, wir nehmen die Mitte, den 15. Sprich, 15. März Aussaat. Und dann sehen wir weiter. Ihr bleibt mir wie immer gewogen. Macht's gut. Also wieder Ciao, Ciao, Shalom und Goodbye. Der Garten- und Küchenfuchs verabscheut sich. Also, macht's gut. Tschüss.